Zuckerschnitt und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe was entdeckt. Vielleicht habt ihr es auch entdeckt, als ich den Jahresrückblick gemacht habe. Das Bild hatte ich ja gepinnt, 2023. Und als ich euch das Bild gezeigt habe, ist mir etwas aufgefallen. Hier oben fehlen Steine. Das sieht man so blöd. Hier ein paar Leuchtsteine fehlen. Seht ihr das? Hier fehlen sie. Das sind nämlich Leuchtsteine. Und dieser Hintergrund, das war mir so blöd. Ich habe da ein paar Mal was vergessen und dann schlussendlich ganz vergessen. Ich würde euch mit euch das jetzt auffüllen, weil ich habe schon ein paar Mal gelesen, oh, wie macht ihr das, wenn ihr was vergessen habt? Es klebt ja nicht mehr. Es ist ja versiegelt, das Bild ist durch. Dass ich das nicht mal beim Versiegeln gesehen habe, also nee. Und die sind noch nicht abgefallen. Also das sind ein bisschen viel, die da abgefallen wären. Und es klebt wirklich gar nichts. Ich kann hier rein und das geht nicht. Und ich fahre euch jetzt mal kurz runter. Drehen wir mal das Bild. Oh, no, Moment, da geht leider aus. Ich habe mir alles schon zurechtgelegt. Die Steine habe ich natürlich nicht entsorgt. Ist ja logisch. Kann man ja nicht entsorgen, sowas, ne? Sind ja schließlich Leuchtsteine. Hier ist nur ein kleiner Irrläufer drin. So, ich mache mir jetzt erstmal die Steine hier drauf und dann zeige ich das euch, wie ich das mache. Ich würde eher sagen, das sind Neonsteine. Also nee, wie heißen denn die? Die sind ja so durchsichtig, ne? Ich bin ja froh, dass hier fehlt auch einer. Der ist bestimmt abgefallen. Bin ich richtig versiegelt wahrscheinlich. Hier hinten ist auch einer weg. Seht ihr das? Na, wir gucken dann nochmal das ganze Bild durch. Auf jeden Fall würde ich jetzt mit euch erst einmal hier oben anfangen. Gleich erstmal den. Ich habe in meinem Shop sowas Kleines Süßes. Das ist Leim. Das ist Glutape, das ist Leim, wie man auch immer das nennen möchte. Das ist dafür da, dass ihr genau solche kleinen Felder, weil er die ja nicht mit der Glutape-Maus hinbekommt, die ich übrigens auch in meinem Shop, da funktioniert das nicht. Ich habe das entdeckt und dachte mir, das möchte ich nicht nur für mich, das möchte ich auch für euch. Meine Tochter hat das auch schon gerne benutzt. Und das habe ich jetzt für euch im Shop. Ich zeige euch das, ne? Das ist hier so eine kleine Tube. Und da kommt hier so ganz klein Leim raus. Das macht ihr nur ganz, ganz, ganz wenig hier drauf. So. Dann mit dem Stift einfach den Stein da drauf. Sollte etwas davon, wie hier jetzt, weiß werden. Ist das nur halb so schlimm? Das ist dann wieder weg. Also das wird dann durchsichtig. Das ist gar kein Problem. Es ist einfach jetzt nur zu viel gewesen. Also mal, ihr seht, ihr müsst einfach nur ganz wenig machen. Diese Stifte habe ich in groß bei mir in dem Painting to go drinne. So, und dann machen wir jetzt hier einfach mal überall mal ganz wenig Fluss drauf. Und machen die Steinchen drauf. Ach Quatsch, was mache ich denn? Jetzt wollte ich mit der Tube echt meinen Stein aufnehmen. Oh nee. Also ne, ihr könnt hier wirklich punktgenau kleben. Das finde ich halt so toll an den Teilen. An dem Kleber. Und der Stein ist verkehrt rum. So, jetzt machen wir das einfach fest. Wie gesagt, der Leim, der wird dann noch durchsichtig. Aber wisst ihr, was wir machen werden? Ich werde, wenn das getrocknet ist, euch noch zeigen, damit ihr mir das glaubt. Nein, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch irgendwo schon mal in einem Video gezeigt habe. Es war doch jetzt hier noch irgendwo. Seht ihr, jetzt sehe ich das schon wieder gar nicht. Sehe ich das durch die Kamera? Nein, das sehe ich das auch nicht. Da habe ich mich geirrt, dass da gar nichts frei war. Hä? Jetzt drehe ich es nochmal so rum. Ihr seht es vielleicht, ich sehe es nicht. Ja, das ist ja wieder voll.
Doof. Ah, hier ist er. Hey, ich habe ihn gefunden. Ihr müsst nur ga also ganz, ganz vorsichtig drücken, ne? Also, da kommt wirklich schnell raus, der Leim. Und der hält ewig. Den habe ich schon 2 Jahre. Den habe ich gleich am Anfang mit besorgt. Also, der klebt auch noch super. Da gibt es gar nichts. So, ich gucke bloß noch mal schnell durch, ob ich noch woanders. Hier ist auch noch einer. Guckt euch das an. Das ist ja eine Sauerei. Das ist aber nur diese Steine. Die fehlt die Steinsorte. Die Steine sind nicht. Die kleben hier regelrecht. Ja. Im Schiffchen fest. Und dich jetzt richtig reinpressen. So, ich glaube, das war's. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich bei dem Bild schon mal geklebt habe. Dass ich hier schon mal repariert habe. Weil manchmal sieht das gar nicht aus, als wenn ein Stein leben würde. Ich würde sagen. Also, und so, ich glaube, wir haben es geschafft. Also, wie gesagt, ne, ich werde mit euch auf jeden Fall, ich zeige es euch dann noch, wenn es trocken ist. Also, das Video ist jetzt noch nicht zu Ende. Oh, ja, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich zeige euch das dann noch, okay? Das machen wir. Wobei man jetzt schon nichts mehr sieht. Ich muss gar kein neues Video machen. Ihr habt ja nur noch eine kleine Stelle. Und hier war das doch, oder? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier ist es. Seht ihr das helle? Und dann werden wir dann sehen. Gucken, wie es dann aussieht. Okay? Also ich lasse das jetzt trocknen und dann gucken wir nochmal zusammen. Einverstanden? Super. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, wir hatten ja hier geklebt. Und ihr seht, und hier das Einsteinchen auf jeden Fall. Von der Seite woanders, das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es hier. Und ihr seht, dass ich nichts mehr weiß. Na, also das wird dann durchsichtig. Und das sieht nicht anders aus als bei anderen Stellen, die wir nicht geklebt haben extra. Ah, der Fokus da wird nicht so richtig, ne? Ja, auf jeden Fall was hier. Die Steine. Und ihr seht, ist alles schick. Alles toll. Also ihr seht, der kleine Kleber funktioniert super. Ich bin froh, dass ich dies das entdeckt habe. So dass ich das jetzt gleich noch kleben konnte. Und somit ist das auch wieder schicki. Ich hoffe, euch hat das kleine kurze Video gefallen. Hat euch einen kleinen Einblick gegeben in wie ich das dann so mache, ne? Und wenn halt das Glue-Tape nicht passt, sondern irgendwas anderes her muss, da passt dann dieser kleine süße Fratz. Und den gibt es bei mir im Shop. Könnt ihr gerne gucken. Und natürlich auch gerne kaufen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel gute Zeit, ganz viel schöne Zeit, ganz viel schöne Painting-Zeit. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.